Hi. Es weihnachtet ungemein, so auch in Frankfurt am Main. Der Weihnachtsmarkt ist in Betrieb. Mein Freund Winfried Plattmann ist wieder da, telefoniert mit Ihnen heute Abend. Haben wir wieder ein Fischbrötchen mitgebracht und ein alkoholfreies Bier. Es ist wunderbar, es kann wieder richtig losgehen. Hitparade international jeden Donnerstag um diese Zeit, um 19.12 Uhr etwa und bis kurz vor 21 Uhr. Wir spielen die von Ihnen gewählten Hits, das heißt die mit Ihren Postkartenzuschriften gewählten Hits. Wie das geht, das sagen wir ein bisschen später. Natürlich spielen wir Neuvorstellungen aus dem In- und Ausland. Und wir sagen Ihnen im Schnelldurchlauf, was sich nicht platziert hat, was also von 10 bis 20 passiert. Wir spielen Oldies vor und die können Sie reinwählen. Wir sagen Ihnen, was in den englischen und den amerikanischen Charts vom kommenden Wochenende los ist. Und wir sagen Ihnen auch, ob Sie gewonnen haben oder wie Sie das nächste Mal gewinnen können. Genau das alles machen wir in dieser Sendung Hitparade International. Und jetzt geht es los mit einem Ding aus England. Picture this. Recording studio somewhere far, far away. This is Hit House in Jack 2, the sound of the underground from Great Britain. Say, kids, what time is it? It's time for a house. Ooh la la. Ooh. Oh. Hit House, Jack to the Sound of the Underground. Soll ich es nochmal richtig ansagen? Jack to the Sound of the Underground. Und Hit House, Neuvorstellung England aktuell. Mein Produzent hat gesagt, ich soll immer titelgemäß ansagen. Das heißt, wenn es heißt Jack to the Sound of the Underground, dann muss ich bei Underground mit der Stimme runtergehen. So, Underground. Verstehst du? Und genau so werde ich jetzt den nächsten Titel ansagen. Warum, das weiß man nicht genau. Nur das eine, das ist klar. Schade war's um jedes Jahr. Uno, due, tre, quattro. Heiße Nächte in Palermo. Und der Cana, Sizilianer von Gautombana. Heiße Nächte in Palermo. Und der Cana,
Schwarzinsünde sei. Lange Jahre ohne Hit, die Combo nackt am Fensterkit. Endlich in der Hitparade, auf das Brot kommt Marmelade. Schon wieder bei einer Nummer 1. Ich bin der Märchenprinz, Mama Märchenprinz. Ich bin der Märchenprinz, ich bin der Märchenprinz, Mama Märchenprinz. In der Provinz bin ich der Märchenprinz. Mama, aber Vogeltanz bin ich der Nummer 1. Links den Huf und rechts den Huf. Genau so ist es. Unsere Kids, die brauchen Hits, sonst hat das Leben keinen Witz. Und wir brauchen die Hitparade. Das war die neue von ERV, die neue alte. Kann denn Schwachsinn Sünde sein zum 10-jährigen Jubiläum in Österreich in den Top 20. Wir haben es vorgestellt, Sie können es reinwählen. Ja. Und jetzt. Hit Nummer 10. Von 8 an die 10. Stelle gefallen. With a little help from my friends Joe Cocker. Hit Nummer 10. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it so feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Dann hatte sich von Chris Harland Ryla geben lassen damals. Joe Cocker, with a little help from my friends, Hit Nummer 10 von 8 an die 10. Stelle gefallen. Und so geht das Spielchen mit der Hitparade International. Wenn Sie mitmachen wollen und ein bisschen was gewinnen, dann schreiben Sie an den Hessischen Rundfunk. Hitparade International 6000 Frankfurt 100. Schreiben Sie, welchen internationalen Hit Sie zurzeit am liebsten hören. Absender deutlich lesbar drauf und dann bis Sonntag in den Kasten die Postkarte. Und dann können Sie gewinnen. Bis zu 5 Langspielplatten. Der erste Preis sind 5 Langspielplatten. Der 5. Preis ist immer noch eine Langspielplatte. Alles dazwischen können Sie sich vorstellen. Wow, manchmal gibt's auch ein paar extra Sonderpreise. Aber die gibt's nicht immer, weil wir nicht immer Sonderpreise haben. Deswegen kann ich Ihnen nur die 5 LPs versprechen als Hauptgewinn. Und das ist in jedem Fall der Hauptgewinn. Da sind wir Logger, die schmeißen wir ohne die Leute. Also, machen Sie mit. Adresse nochmal. Hessischer Rundfunk, Hitparade International 6000, Frankfurt 100. Und jetzt lass es krachen.
I am the reason. I'd love to please her, I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Das war Barry Ryan und Eloise. Dem haben sie später die Haare angesteckt im Fotostudio und dann war er weg vom Fenster. Aber das war vor 20 Jahren ein Knaller, das glaubst du gar nicht. Nummer 1 in England, Eloise. Now we look at the Bundesrepublik. And there we have in the charts this song you hear in the behind the back of the me. Yes! We're gonna have big fun now, ladies and gentlemen. Dancing Inner City. Im Dschungel. Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Welcome to the jungle, we got fun and games.
Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Neuvorstellung USA aktuell. Entonces, amigos, hombres, señores, señoritas, hablamos español, presentamos Elton John y A Word in Spanish, von 15 an die 9. Stelle gestiegen. In this language that I use, something leaves me speechless each time that you approach. Each time you glide right through me, as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a lot or two to use on you. Devotion, you sound so sincere, and the words are spoken Spanish,
Letzte Woche 15, diese Woche 9, Elton John, A Word in Spanish. And now we've got Great Britain's Top 20 from the forthcoming week. 20, The Clairvoyant and Iron Maiden, 19, Nathan Jones, Banana with Charlie Young. Hier sind die englischen Charts vom kommenden Wochenende. Platz 20, The Clairvoyant, Iron Maiden, 19, Nathan Jones und Bananarama. 18, Stacker, Humanoid. 17, Stand Up for Your Love Rides und Yes. 16, Suddenly mit Angry Anderson. Was hat den denn so geärgert? 15, He Ain't No Competition und Brother Beyond. 14, Jack for the Sound of the Underground und Hit House. Haben heute neu vorgestellt, wird aber wahrscheinlich nicht gewählt, weil den Leuten das Schreiben zu lang ist. Jack to the Sound of the Underground. 13, Radio Romance und Tiffany. 12, Take Me to Your Heart und Rick Astley. Schon wieder was Neues. 11, Real Gone Kid, Deacon Blue. 10, Sail and Prayer, Bomb the Bass. 9, Twist and Shout, Salt and Pepper. 8, Smooth Criminal und Michael Jackson. 7, Mistletoe and Wine. Mistletoe and Wine, Weihnachten, Cliff Richard. Wir haben gleich noch so ein Ding, das hältst du noch rüber nicht aus. 6, Two Hearts und Phil Collins. 5, Need You Tonight und In Excess. 4, Left to My Own Devices, The Pet Shop Boys. 3, Missing You, Fritz de Burg. 2, Cut Among the Pigeons und Bras. Und 1, War First Time und Robin Beck. Und nun stellen wir Ihnen was persönlich vor. Und zwar England aktuell, Bras. Und das müssen wir uns jetzt unbedingt reintun, denn es ist Weihnachten, liebe Freunde. Und wir sollten nicht vergessen, an alle die lieben Mitmenschen zu denken, die jetzt bedürftig sind. Die jetzt noch ein paar deutsche Mark zu viel haben und nicht wissen, was sie damit anfangen. Und die diese Platte kaufen werden von Ross. Soweit, meine Damen und Herren, unser Beitrag zum Thema Weihnachten fällt dieses Jahr auf den 24. Dezember. Hören Sie nun etwas ganz anderes. In den Vereinigten Staaten von Amerika war das 1973 der Spitzenreiter. Es handelt sich um eine Aufnahme mit Ringo Starr, Photograph.
Singer, Star and Photograph in den USA vor 15 Jahren, Hit Nummer 1. Und nun der von Ihnen gewählte Hit Nummer 8. Der ist von 3 an die 8. Stelle gefallen und der muss jetzt raus. Erstens ist er 11-mal unter den Top 20 und zweitens 5-mal unter den ersten 10. Sowieso schon viel zu lange dabei. Aber gute Musik. Von 3 an die 8. Stelle gefallen, Van Halen. Und When It's Love. Hit Nummer 8. Something to feel
3. Van Halen, When It's Love. Letzte Woche 3, diese Woche 8, 5 Mal unter den ersten 10. Bitte nicht wieder wählen. Wir wenden uns nun nach Holland, Damen und Herren, und stellen vor, aus den holländischen Top 20 ein recht feines Werk, würde ich mal sprechen. Von der Interpretierung, vom Text und vom Inhalt her sehr nett. Mark Almond, Tears Run Rings. So ist das ganze Stück, Herr Direktor Mark Almond und Tears Run Rings. Neuvorstellung Holland aktuell. Sie können es reinwählen, wenn Sie wollen, mit Ihren Postkartenzuschriften. Und wir werden dann die Postkarten auszählen und dann wird das möglicherweise der Hit Nummer 1. Glaube ich zwar nicht, aber das macht ja nichts. Mark Almond, Tears Run Rings, Holland aktuell. Das war der erste Teil der Hitparade international und die Hits von 7 bis 1 und den Schnelldurchlauf und die amerikanischen Charts und die Gewinnerliste. All das im zweiten Teil ab 20.05 Uhr auf dieser Welle. Schalten Sie also wieder ein um 20.05 Uhr, wenn es bei uns wieder heißt, in Niedersachsen verbreitet Hitparade international, zweiter Teil. Also immer wieder schön Radio anschalten. Naja, alles klar? Good Babies! Hier läuft im Hintergrund eine Musik, die könnte theoretisch so weiterlaufen bis 9 Uhr. Es würde keinem auffallen. Da können wir die Nachrichten schön drüber blenden und alles. Aber vor der Werbung müssen wir raus aus der... Ihr versteht das sicherlich, ne? England aktuell, Humanoid und Stacker Humanoid. Bis 20.05 Uhr. Bye, bye.
dies ist der zweite Teil der Hitparade International. Mein Name ist Werner Reinke, der Produzent heißt Hagen Wittig und Bananarama heißt die erste Gruppe, die wir vorstellen. Das war im kurzen Überblick das Programm der nächsten 2,5 Minuten. Jawohl, wir haben den Hit Nummer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch vor uns und im Schnelldurchlauf die Plätze 20 bis 11. Wir sagen die amerikanischen Charts und die Gewinnerliste und dies sind Bananarama und ihre neueste, sie heißt Nathan Jones. Nathan Jones und Bananarama, Neuvorstellung aus den englischen Charts. Sie können es reinwählen mit Ihren Postkartenzuschriften an den Hessischen Rundfunk, Hitparade International, 6000 Frankfurt 100. Und nun, der von Ihnen gewählte Hit Nummer 7. Letzte Woche noch die 14, diese Woche Platz 7. Und wir führen das darauf zurück, dass ich ein bisschen Quatsch gemacht habe beim Zusammenstellen des Schnelldurchlaufs von letzter Woche. Eigentlich haben wir Wonderful Tonight von Eric Clapton als Oldie vorgestellt. Und letzte Woche habe ich mal gedacht, wir spielen mal die Fassung aus Wembley. Und schon haben sie es gewählt. Von 14 an die 7. Stelle gestiegen ist der Titel, den wir aus den holländischen Charts vorgestellt haben. Und zwar in unserer Fassung Eric Clapton und Dire Straits beim Konzert für Nelson Mandela in Wembley. Die Leute schrien Clapton, Clapton. Dire Straits begleiteten diesen genialen Mann. Und es war eins der Highlights der letzten 10 Jahre in der Musikszene. Genießen Sie es, wie ich. Die Gänsehaut habe ich schon. Von 14 an 7, Clapton and Dire Straits, Wonderful Tonight. Hit Nummer 7. We'll be right back.
brushes her long blonde hair, and then she'll ask me, do I look alright? And I'll say yes, you look wonderful tonight. Party, and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me, and then she'll ask. I'll say yes, I feel wonderful tonight. Easy, sagte Mark Knopfler, Eric Clapton. Und als er die Band zum Schluss vorstellte, sagte er auch nicht on lead guitar oder sowas, sondern er sagte nur inside left, Eric Clapton, weil zu dem Mann muss man nicht mehr sagen, was er spielt und wozu er da ist. Clapton und Dire Straits, Wonderful Tonight, von 14 an die 7. Stelle gestiegen.
Die amerikanischen Top 20 vom kommenden Wochenende. 20 In Your Room und Bangles werden wir gleich hören. Kylie Minogue und The Locomotion, die 19. 18 Domino Dancing und The Pet Shop Boys. Van Halen, Finish What You Started, Platz 17. 16 Kokomo, From Cocktail, The Beach Boys, Escape Club und Wild Wild West, die 15. 14 The Promise, When in Rome, Bobby Brown und My Prerogative, Platz 13. 12 Walk on Water mit Eddie Money. Die 11, Welcome to the Jungle. Guns and Roses haben wir heute vorgestellt. 10, Every Rose Has Its Thorn mit Poison. 9, Kissing a Fool und George Michael. Bon Jovi, Bad Medicine, Platz 8. 7, Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Anita Baker, Giving You the Best That I Got, Platz 6. Und 5, Desire, You Too. Duran Duran, I Don't Want Your Love, Platz 4. 3, How Can I Fall and Breathe. Chicago, Look Away, Platz 2. Und 1, von Zwei Rauf, Baby, I Love Your Way. The Freebird Medley mit Will to Power. Soweit die amerikanischen Top 20 vom kommenden Wochenende. Und den Platz 20 stellen wir jetzt vor, wie vorhin schon angedroht. Das ist das neue Ding der Bangles. Die haben sich platziert in den Vereinigten Staaten von Amerika am kommenden Wochenende. Sie können es reinwählen mit Ihren Postkartenzuschriften an den Hessischen Rundfunk. Hitparade International 6000 Frankfurt 100. Einsendeschluss der kommende Sonntag. Hier sind die Bangles und In Your Room. Schön produziert, ne? In Your Room, Bangles, Hit Nummer 20 in Amerika. Wir haben es neu vorgestellt, Sie können es reinwählen. Und jetzt, letzte Woche vorgestellt, diese Woche Platz 6. Ah, aber wenn Sie glauben, das sei der Aufsteiger der Woche. Michael Jackson, Smooth Criminal.
Letzte Woche vorgestellt, diese Woche an sechster Stelle Michael Jackson und Smooth Criminal. Und nun das Rätsel der Hitparade international. Zwei Indianer kommen in eine Kneipe. Der eine entnimmt seiner Tasche eine Kerze und zündet sie an. Der andere pustet sie aus. Was wollen die beiden vom Wirt? Ganz klar, ein hell, ein dunkel. Wir machen jetzt auch die Kerzen aus, jetzt singt Angry Anderson nämlich Suddenly. Suddenly, Angry Anderson. Ich habe im Medizinlexikon nachgesehen. Ich habe dieses Leiden nicht gefunden, das der hat. Das steht nämlich auf dem Zettel der Plattenfirma, dass er ein charismatischer Sänger ist. Lymphatisch habe ich gefunden und all so andere Sachen, aber charismatisch nicht. Muss irgendeine Halskrankheit sein. Reinke-Ödem ist übrigens auch eine Halskrankheit, hat mir eine medizinisch geschulte Hörerin geschickt. England aktuell, Suddenly und Angry Anderson. Man sagt von den norddeutschen Büsumern, das ist oben da irgendwo an der Ostsee, Büsum, dass sie so ungeschickt sind, dass sie nicht durch die Haustür kommen, weil sie immer quer mit dem Strohhalm durch wollen. Das ist das Problem mit den sperrigen Gegenständen. Wie ich darauf komme? Na, wegen des Hit Nummer 5, Sperrparts und Bruce Springsteen. Sun. Sun.
Gott sei Dank, das Rätsel ist gelöst. Angry Anderson. Achso, ich muss erstmal absagen hier. Also, das war Spare Parts mit Bruce Springsteen. Hit Nummer 5 letzte Woche und Hit Nummer 5 diese Woche. Das Rätsel um den charismatischen Sänger ist gelöst. Angry Anderson hat sich offensichtlich zu lange in der Nähe einer Atombombe aufgehalten, denn unser Hörer aus Polheim hat gerade gesagt, er sei ein Sänger mit einer besonderen Ausstrahlung. Oh, the quick through run! And if I could find some way to prove, if I could walk on water, would you believe in me? My love is so true. Oh, yeah. Na, 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 na. Das ist der Schnelldurchlauf der Plätze 20 bis 11. Diesen Titel hatten wir letztes Mal vorgestellt, diesmal an 20. Stelle Eddie Money und Walk on Water. Und jetzt kommt die 19. Himmel, hilf! Blues System under my skin. Letzte Woche 12, diese Woche 19, das lässt hoffen. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 18 des Haar und Pepper mit Twist and Shout. So good. Und von 13 an die 17. Stelle gefallen. Das sind die Jungs von Chicago. Ist auch nicht mehr das, was es früher war. Yes, it's Chicago and look away. Nun schnallen wir uns alle wieder an. Letztes Mal vorgestellt, diese Woche die 16 Iron Maidens neue The Clairvoyant. Diese Umstellung wird schrecklich. Von 16 an 15 Bad Boys Blue, A World Without You. Letzte Woche noch an 7, diese Woche Platz 14. Welch ein Absturz für Kim Wilde und Never Trust a Stranger. Die Mädels sind überhaupt nicht mehr das, was sie früher waren, muss ich sagen. Letzte Woche hatten wir diese Dame noch an 11. Stelle. Sie hat ihre Chance gehabt und sie hat sie nicht genutzt. Diese Woche ist sie nur noch 13, auch mit ihr. Es Sense. Ich rede von Kylie Minogue und Je ne sais pas pourquoi. Aber von 10 an 12 gefallen und ich wette, die kommt noch wieder unter die ersten 10. Robin. Robin Beck, The First Time, von 10 an 12 gefallen. Aber wie gesagt, ich wette ja, von nix an 11, Sandra. Ich sage ja, das Leben ist Toastbrot. Oder wie der Engländer sagt, such is life and it's always getting sucher and sucher. Die weiteren Platzierungen, soweit wir sie heute Abend gespielt haben. Von 8 an 10 gefallen, Joe Cocker, with a little help from my friends. Von 15 an 9 gestiegen, a word in Spanish. Und Elton John. Von 3 an 8 gefallen, when it's love und Van Halen. Von 14 an 7 gestiegen, Eric Clapton und Dire Straits, Wonderful Tonight. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 6, Smooth Criminal und Michael Jackson. An 5. Stelle geblieben, Spare Parts mit Bruce Springsteen. Und nun sollten wir mal langsam übergehen zum Hit Nummer 4. Der war auch letzte Woche an 4. Stelle. Nichts Besonderes, ne? Christenberg, Missing You. Hit Nummer 4. I got the roses.
Missing You, Christa Berg, letzte Woche 4, diese Woche 4. Letzte Woche 1, Orinoco, Flo und Enya. Letzte Woche 2, Bring Me Edelweiß und Edelweiß. Ja, und was ist diese Woche? Hit Nummer 3, von 2 an die dritte Stelle gefallen. Well, it's Edelweiß. Hit Nummer 1. Yeah.
Bei der Aufnahme wäre ich gern dabei gewesen. Wir hauen uns alle einen Kopf, spielen das Playback ab und dann hi-ja-ho-da-hua, hi-hi-ja-ho-a, ö-ha, hi-ha. Edelweiß, bring mir Edelweiß von 3 an 2, von 2 an 3. Von 2 an die dritte Stelle gefallen? Yeah, baby. Es ist die Zeit der Gewinner. Jawohl, eine Langspielplatte von Christopher. Unseren 5. Preis, den gewinnt Carsten Heil. Er wohnt am Wingertsberg 2 in 6294 Weinbach 6 Edelsberg. Und wer wohnt da schon sonst noch? Dies ist der 4. Preis. Je eine Langspielplatte von Enya. Ach, na, was heißt je eine? Erstmal richtig lesen. Also eine Langspielplatte von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Das geht an Froni Lukowski in der Stachelauer Hütte 11 in Olper Stachelau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt der 3. Preis. Das ist eine Langspielplatte von Enya, eine von Van Halen und eine von Michael Jackson. Und das alles geht an Cornelia Mazion, wenn ich das richtig lese, in der Altenstadtstraße 25 in Biedenkopf. Schönen Gruß an die Sackpfeife. Falls Sie das falsch verstanden haben, das ist unser Sender bei Biedenkopf, der Sender Sackpfeife des Hessischen Rundfunks. Und der nächste Titel ist von 1 an die 2. Stelle gefallen. Enya und Orinoco Flow. It's Nummer
Orinoco Flow und Enya von 1 an die 2. Stelle gefallen. Die Hauptgewinne werden ausgelobt. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern des heutigen Abends, besonders den Gewinnern des 2. und des 1. Preises. Der 2. Preis ist je eine Langspielplatte von Van Halen, Bruce Springsteen, von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Alles geht an Anne Fremerei im Meiersberg 2 in Oberursel 1. Den Oberursel kenne ich, der bedient mich öfter, wenn ich abends. Nein, das verwechsel ich wohl. Entschuldigen Sie bitte, ja? Der Hauptgewinn des heutigen Abends, hier eine Langspielplatte von Chris de Burg, Van Halen, Bruce Springsteen und Glenn Frey und der Soundtrack aus Buster an Hans-Jörg Rose, Birkenweg 4 im Lütgen-Eder. Wenn Sie das nächste Mal gewinnen wollen, schreiben Sie eine Postkarte an den Hessischen Rundfunk, Hitparade International 6000 Frankfurt 100, Ihren Absender drauf und welchen Hit Sie zurzeit am liebsten hören. Vermutlich ist es der nun kommende. Der Aufsteiger der Woche. Letztes Mal vorgestellt, dieses Mal Platz 1. I don't believe it, Phil. I don't believe it. You made it. It's Phil Collins and Two Hearts. Hit Nummer 1. There's no reason to believe.
Der Aufsteiger der Woche von Nix an die erste Stelle gestiegen. Two Hearts on Phil Collins. Das war's für heute. Ich habe zu Hause schon Bescheid gesagt. Ich gehe jetzt 2 Bier trinken und bin um 10 zu Hause. Der Mist ist nur, ich verwechsel immer die Zahlen. Hitparade international, produziert von Hagen Wittig, moderiert von Werner Reinke. Euch allen noch einen schweinegeilen Abend. Bye bye, bis nächsten Donnerstag, Babys. Letzte Woche vorgestellt, diese Woche an 6. Stelle Michael Jackson und Smooth Criminal. Und nun das Rätsel der Hitparade international. 2 Indianer kommen in eine Kneipe. Der eine entnimmt seiner Tasche eine Kerze und zündet sie an. Der andere pustet sie aus. Was wollen die beiden vom Wirt? Ganz klar, ein hell, ein dunkel. Wir machen jetzt auch die Kerzen aus, jetzt singt Angry Anderson nämlich Suddenly.
Bei der Aufnahme wäre ich gern dabei gewesen. Wir hauen uns alle einen Kopf, spielen das Playback ab und dann hi-ja-ho-da-hua, hi-hi-ja-ho-a, ö-ha, hi-ha. Edelweiß, bring mir Edelweiß von 3 an 2, von 2 an 3. Von 2 an die dritte Stelle gefallen? Yeah, baby. Es ist die Zeit der Gewinner. Jawohl, eine Langspielplatte von Christopher. Unseren fünften Preis, den gewinnt Carsten Heil. Er wohnt am Wingertsberg 2 in 6294 Weinbach 6 Edelsberg. Und wer wohnt da schon sonst noch? Dies ist der vierte Preis. Je eine Langspielplatte von Enya. Na, was heißt je eine? Erstmal richtig lesen. Also eine Langspielplatte von Enya und der... Missing You, Christa Berg, letzte Woche 4, diese Woche 4. Letzte Woche 1, Orinoco Flow und Enya. Ja, genau. Willkommen im Dschungel. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Welcome.
Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Neuvorstellung USA aktuell. Entonces, amigos, hombres, señores, señoritas, hablamos español, presentamos Elton John y A Word in Spanish, von 15 an die 9. Stelle gestiegen. Aber von 10 an 12 gefallen und ich wette, die kommt noch wieder unter die ersten 10. Robin. Robin Beck, The First Time, von 10 an 12 gefallen. Aber wie gesagt, ich wette ja, von nix an 11, Sandra. Ich sagte, das Leben ist Toastbrot. Oder wie der Engländer sagt, such is life and it's always getting sucher and sucher. Die weiteren Platzierungen, soweit wir sie heute Abend gespielt haben, von 8 an 10 gefallen, Joe Cocker, with a little help from my friends, von 15 an 9 gestiegen, a word in Spanish, und Elton John, von 3 an 8 gefallen, When It's Love und Van Halen, von 14 an 7 gestiegen, Eric Clapton und Dire Straits, Wonderful Tonight. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 6, Smooth Criminal und Michael Jackson, an 5. Stelle geblieben, Spare Parts mit Bruce Springsteen. Und nun sollten wir mal langsam übergehen zum Hit Nummer 4. Der war auch letzte Woche an 4. Stelle. Nichts Besonderes, ne? Christenberg, Missing You. Hit Nummer 4. Nathan Jones. Thank you.
Nathan Jones und Banana Rama. Neuvorstellung aus den englischen Charts. Sie können es reinwählen mit Ihren Postkartenzuschriften an den Hessischen Rundfunk Hitparade International 6000 Frankfurt 100. Und nun, der von Ihnen gewählte Hit Nummer 7. Letzte Woche noch die 14, diese Woche Platz 7. Und wir führen das darauf zurück, dass ich ein bisschen Quatsch gemacht habe beim Zusammenstellen des Schnelldurchlaufs von letzter Woche. Eigentlich haben wir Wonderful Tonight von Eric Clapton als Oldie vorgestellt. Und letzte Woche habe ich mal gedacht, wir spielen mal die Fassung aus Wembley. Und schon haben sie es gewählt. Von 14 an die 7. Stelle gestiegen ist der Titel, den wir aus den holländischen Charts vorgestellt haben. Und zwar in unserer Fassung. Eric Clapton und Dire Straits beim Konzert für Nelson Mandela in Wembley. Die Leute schrien Clapton, Clapton. Dire Straits begleiteten diesen Genial. Orinoco Flow und Enya von 1 an die 2. Stelle gefallen. Die Hauptgewinne werden ausgelobt. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern des heutigen Abends, besonders den Gewinnern des 2. und des 1. Preises. Der 2. Preis ist je eine Langspielplatte von Van Halen, Bruce Springsteen, von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Alles geht an Anne Fremerei im Meiersberg 2 in Oberursel 1. Den Oberursel kenne ich, der bedient mich öfter, wenn ich abends. Nein, das verwechsel ich wohl. Entschuldigen Sie bitte, ja? Der Hauptgewinn des heutigen Abends, hier eine Langspielplatte von Chris de Burgh, Van Halen, Bruce Springsteen und Glenn Frey und der Soundtrack aus Buster an Hans-Jörg Rose, Birkenweg 4 in Lütgeneder. Wenn Sie das nächste Mal gewinnen wollen, schreiben Sie eine Postkarte an den Hessischen Rundfunk Hitparade International 6000 Frankfurt 100, Ihren Absender drauf und welchen Hit Sie zurzeit am liebsten hören. Vermutlich ist es der nun kommende, der Aufsteiger der Woche, Letters Time, von 10 an 12 gefallen. Aber wie gesagt, ich wette ja, von nix an 11, Sandra. Ich sagte, das Leben ist Toastbrot. Oder wie der Engländer sagt, such is life and it's always getting sucher and sucher. Die weiteren Platzierungen, soweit wir sie heute Abend gespielt haben. Von 8 an 10 gefallen, Joe Cocker, with a little help from my friends. Von 15 an 9 gestiegen, a word in Spanish. Und Elton John. Von 3 an 8 gefallen, When It's Love und Van Halen. Von 14 an 7 gestiegen, Eric Clapton und Dire Straits' Wonderful Tonight. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 6, Smooth Criminal und Michael Jackson. An 5. Stelle geblieben, Spare Parts mit Bruce Springsteen. Und nun sollten wir mal langsam übergehen zum Hit Nummer 4. Der war auch letzte Woche an 4. Stelle. Nichts Besonderes, ne? Chris de Burgh, Missing You. Hit Nummer 4.
'Cause there's something that you should know. It's that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. And the time we had just dancing nice and slow, and I said, now I found you, I'm never letting go. There is no reason to the things that we do. You can break our heart with just a word or two. Take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way I'm getting through. You see, if I... Yeah, she knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. That makes the day, that lights the way. But when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay without you. Letzte Woche noch an 7, diese Woche Platz 14. Welch ein Absturz für Kim Wilde und Never Trust a Stranger. Die Mädels sind überhaupt nicht mehr das, was sie früher waren, muss ich sagen. Letzte Woche hatten wir diese Dame noch an 11. Stelle. Sie hat ihre Chance gehabt und sie hat sie nicht genutzt. Diese Woche ist sie nur noch 13, auch mit ihr. Es Sense. Ich rede von Kylie Minogue und Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. I still want
10 an 12 gefallen und ich wette, die kommt noch wieder unter die ersten 10. Robin. Robin Beck, The First Time, von 10 an 12 gefallen. Aber wie gesagt, ich wette ja, von nix an 11, Sandra. Ich sagte, das Leben ist Toastbrot. Oder wie der Engländer sagt, such is life and it's always getting sucher and sucher. Die weiteren Platzierungen, soweit wir sie heute Abend gespielt haben, von 8 an 10 gefallen, Joe Cocker, with a little help from my friends, von 15 an 9 gestiegen, a word in Spanish, und Elton John, von 3 an 8 gefallen, when it's love und Van Halen, von 14 an 7 gestiegen, Eric Clapton und Dire Straits, wonderful tonight. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 6, Smooth Criminal und Michael Jackson, an 5. Stelle geblieben, Spare Parts mit Bruce Springsteen. Und nun sollten wir mal langsam übergehen zum Hit Nummer 4. Der war auch letzte Woche an 4. Stelle. Nichts Besonderes, ne? Christenberg, Missing You. Hit Nummer 4. Easy, sagte Mark Knopfler, Eric Clapton. Und als er die Band zum Schluss vorstellte, sagte er auch nicht on lead guitar oder sowas, sondern er sagte nur inside left, Eric Clapton, weil zu dem Mann muss man nicht mehr sagen, was er spielt und wozu er da ist. Clapton und Dire Straits, Wonderful Tonight, von 14 an die 7. Stelle gestiegen. Die
amerikanischen Top 20 vom kommenden Wochenende. 20 In Your Room und Bengals werden wir gleich hören. Kylie Minogue und The Locomotion, die 19. 18 Domino Dancing und The Pet Shop Boys. Van Halen, Finish What You Started, Platz 17. 16 Kokomo from Kokomo. Listen, I've got a lot of to use. Letzte Woche 15, diese Woche 9, Elton John, A Word in Spanish. And now we've got Great Britain's Top 20 from the forthcoming week. 20, The Clairvoyant and Iron Maiden, 19, Elton John's Banana with Charlie Young. He isn't the English and Chuck. You see, Oscar, I'm a big and doing it only. Flower that shows, but if you look in my eyes, I am only a chill with the tail fire. We'll be right back.
Bei der Aufnahme wäre ich gern dabei gewesen. Wir hauen uns alle in den Kopf, spielen das Playback ab und dann Edelweiß. Bring mir Edelweiß von 3 an 2, von 2 an 3. Von 2 an die dritte Stelle gefallen? Yeah, baby. Es ist die Zeit der Gewinner. Jawohl, eine Langspielplatte von Crystal Burke. Unseren fünften Preis, den gewinnt Carsten Heil. Er wohnt am Wingertsberg 2 in 6294 Weinbach 6 Edelsberg. Und wer wohnt da schon sonst noch? Dies ist der vierte Preis. Je eine Langspielplatte von Enya. Na, was heißt je eine? Erstmal richtig lesen. Also eine Langspielplatte von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Das geht an Froni Lukowski in der Stachelauer Hütte 11 in Alper Stachelau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt der dritte Preis. Das ist eine Langspielplatte von Enya, eine von Van Halen und eine von Michael Jackson. Und das alles geht an Cornelia Mazion, wenn ich das richtig lese, in der Altenstadtstraße 25 in Bieden. Van Halen, When It's Love. Letzte Woche 3, diese Woche 8, 5-mal unter den ersten 10. Bitte nicht wieder wählen. Wir wenden uns nun nach Holland, Damen und Herren, und stellen vor, aus den holländischen Top 20 ein recht feines Werk, würde ich mal sprechen. Von der Interpretierung, vom Text und vom Inhalt her sehr nett. Mark Almond, Tears Run Rings. Dies ist der vierte Preis. Je eine Langspielplatte von Enya. Na, was heißt je eine? Erstmal richtig lesen. Also eine Langspielplatte von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Das geht an Froni Lukowski in der Stachelauer Hütte 11 in Alper Stachelau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt der dritte Preis. Das ist eine Langspielplatte von Enya, eine von Van Halen und eine von Michael Jackson.
Und das alles geht an Cornelia Mazion, wenn ich das richtig lese, in der Alten Stadtstraße 25 in Biedenkopf. Schönen Gruß an die Sackpfeife! Falls Sie das falsch verstanden haben, das ist unser Sender bei Biedenkopf, der Sender Sackpfeife des Hessischen Rundfunks. Und der nächste Titel ist von 1 an die 2. Stelle gefallen. Enya und Orinoco Flow. It's Nummer 2. Sind überhaupt nicht mehr das, was sie früher waren, muss ich sagen. Letzte Woche hatten wir diese Dame noch an 11. Stelle. Sie hat ihre Chance gehabt und sie hat sie nicht genutzt. Diese Woche ist sie nur noch 13. Auch mit ihr ist Sense. Ich rede von Kylie Minogue und Je ne sais pas pourquoi. An 12 gefallen und ich wette, die kommt noch wieder unter die ersten 10. Robin. Robin Beck, the first time. Von 10 an 12 gefallen. Aber wie gesagt, ich wette ja. Von nix an 11, Sandra. Ich sagte, das Leben ist Toastbrot. Oder wie der Engländer sagt, such is life and it's always getting sucher and sucher. Die weiteren Platzierungen, soweit wir sie heute Abend gespielt haben. Von 8 an 10 gefallen, Joe Cocker, with a little help from my friends. Von 15 an 9 gestiegen, a word in Spanish. Und Elton John. Von 3 an 8 gefallen, When It's Love und Van Halen. Von 14 an 7 gestiegen, Eric Clapton und Dire Straits, Wonderful Tonight. Letzte Woche vorgestellt, diesmal die 6, Smooth Criminal und Michael Jackson. An 5. Stelle geblieben, Spare Parts mit Bruce Springsteen. Und nun sollten wir mal langsam übergehen zum Hit Nummer 4. Der war auch letzte Woche an 4. Stelle. Nichts Besonderes, ne? Christenberg, Missing You. Hit Nummer 4.
Gott sei Dank, das Rätsel ist gelöst. Angry Anderson. Achso, ich muss erstmal absagen hier. Also, das war Spare Parts mit Bruce Springsteen. Hit Nummer 5 letzte Woche und Hit Nummer 5 diese Woche. Das Rätsel um den charismatischen Sänger ist gelöst. Angry Anderson hat sich offensichtlich zu lange in der Nähe einer Atombombe aufgehalten, denn unser Hörer aus Polheim hat gerade gesagt, er sei ein Sänger mit einer besonderen Ausstrahlung. Oh, the quick through run! And if I could find some way to prove, if I could walk on water, would you? Bei der Aufnahme wäre ich gern dabei gewesen. Wir hauen uns alle einen Kopf, spielen das Playback ab und dann hi-ja-ho, da hua, hi-ja-ho, ha, hi-ja. Edelweiß, bring mir Edelweiß von 3 an 2, von 2 an 3. Von 2 an die dritte Stelle gefallen? Yeah, baby. Es ist die Zeit der Gewinner. Jawohl, eine Langspielplatte von Christa Berg. Unseren 5. Preis, den gewinnt Carsten Heil. Er wohnt am Wingertsberg 2 in 6294 Weinbach 6 Edelsberg. Und wer wohnt da schon sonst noch? Dies ist der 4. Preis. Je eine Langspielplatte von Enya. Na, was heißt je eine? Erstmal richtig lesen. Also eine Langspielplatte von Enya und der Soundtrack aus dem Film Buster. Das geht an Froni Lukowski in der Stachelauer Hütte 11 in Alper Stachelau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt der 3. Preis. Das ist eine Langspielplatte von Enya, eine von Van Halen und eine von Michael Jackson. Und das alles geht an Cornelia Mazion, wenn ich das richtig lese, in der alten Stadtstraße 25 in Biedenkopf. Schönen Gruß an die Sackpfeife! Falls Sie das falsch verstanden haben, das ist unser Sender bei Biedenkopf, der Sender Sackpfeife des Hessischen Rundfunks. Und der nächste Titel ist von 1 an die 2. Stelle gefallen. Enya und Orinoco Flow. It's Nummer 2. Dies ist der 2. Teil der Hitparade International. Mein Name ist Werner Reinke, der Produzent heißt Hagen Wittig und Bananarama heißt die erste Gruppe, die wir vorstellen. Das war im kurzen Überblick das Programm der nächsten 2,5 Minuten. Jawohl, wir haben den Hit Nummer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch vor uns und im Schnelldurchlauf die Plätze 20 bis 11. Wir sagen die amerikanischen Charts und die Gewinnerliste und dies sind Bananarama und ihre neueste, sie heißt Nathan Jones.
Letzte Woche vorgestellt, diese Woche an sechster Stelle Michael Jackson und Smooth Criminal. Und nun das Rätsel der Hitparade international. Zwei Indianer kommen in eine Kneipe. Der eine entnimmt seiner Tasche eine Kerze und zündet sie an. Der andere pustet sie aus. Was wollen die beiden vom Wirt? Ganz klar, ein hell, ein dunkel. Wir machen jetzt auch die Kerzen aus. Jetzt singt Angry Anderson nämlich Suddenly. Don't realize how much I love you.